So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu dem Creative Server, mein Test, Let's Play. Jetzt auch in der, so wie es geplant war, mit 2 Folgen pro Tag, also wie es früher halt am Wochenende war, jetzt halt komplett mit jeden Tag von Montag bis Samstag 2 Folgen Creative Server Let's Play. Siehst du eigentlich, könnte ich euch heute mal ganz kurz was anderes zeigen. Also erstmal, ich bin nämlich gerade dabei, ein bisschen rumzuspielen und entwickel im weitesten Sinne gerade, so kommt weg, gerade ein Spiel. Ein eigenes kleines Spiel. Hier, man sieht schon, 16-Bit-Grafik, also wirklich 16, ne, also hier, egal, ne, angelehnt an mein Test, mein, auch deutsch geschrieben, mein Trost, wegen Test, das Wort, was ich am ehesten reimt, wegen Test, Trost, ich sag egal. Auf jeden Fall, ja, hier das Spiel. Es soll, mal gucken, ob ich es vielleicht später auch mal irgendwann mal veröffentliche. Ich meine, wenn ihr die Folge seht, ist das Ding wahrscheinlich sowieso schon, wenn es online ist. Genau. Möchte ich quasi, wie gesagt, wenn es veröffentlicht wird, werdet ihr sowieso wissen. Ich muss erstmal irgendwie gucken mit GitHub. Irgendwie funktioniert es gerade mit GitHub nicht so, wie ich es gewohnt bin. Ist auch egal. Wie gesagt, mein Trost ist ein super kleines, schmales Spiel, was aus einer Intention entstanden ist. Ich habe vor kurzem mal wieder, ich weiß nicht warum, mal in der Retro-Küche rumgekramt nach essbaren kleinen Sachen und bin da auch mal wieder über die ganz, 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 ganz alten Builds von Minecraft gestoßen. Ja, Minecraft, nicht Test. Also alles, was so vor Alpha kam. Also quasi Minecraft Classic, Minecraft Classic, Minecraft In-Dev und Minecraft Inf-Dev. Wem die Begriffe was sagen, weiß, was ich meine. Für die alle anderen bringt es sowieso nicht zu erklären. Das waren quasi die aller ersten Minecraft-Versionen noch vor Alpha und Beta. Alpha und Beta kamen nämlich erst danach. Genau. Auf jeden Fall deswegen daran inspiriert an so ein super schlichtes, einfaches Game. Und ich persönlich bin ja sowieso einer, ne? Ich spiele halt super gerne auch so einfach und so schlicht. Und weil mir halt mein Test Game, also wirklich das normale mein Test Game ohne Mods, immer noch zu unschlicht ist, habe ich jetzt, wie gesagt, immer ein kleines Spiel gespielt. Spiel erstellt, wo ist das? Da. Und zwar, ne, hier die Dateien, die ihr auch hier auch seht, Icon und so. Das ist alles, was das Spiel beinhaltet. Wirklich nur die Default Mod, keine Stairs, keine Gläser, also diese X-Panes. Man kann ja mal vergleichen hier, was normalerweise in meinem Test drin ist. Ist nämlich eine ganze Menge. Ja, als Grundbasis habe ich die 04er 17er Version genommen. Ja, das hier alles ist normalerweise drin, also solche Sachen wie Stairs, TNT, irgendwelche Behältnisse, der Schraubendreher, Bones, irgendwelche Dosenflaschen, Quatsch, hier einmal meine ich doch, dann Cards und Kreativ-Server-Möglichkeiten und all das mögliche Zeug hier, Farming, Feuer, alles kommt rausgeschmissen, und stattdessen jetzt wirklich nur noch das Nötigste, also Default, dann Sachen, die für Kommandozeile sind, also Kill Me, Set Home und Spawn. Ha? Ansonsten, wie gesagt, noch Default
Und ansonsten. Ach doch, das habe ich sogar mit reingenommen. Okay, doch, okay. Also, okay, das ist drin. Aber wie gesagt, kein TNT, keine Wolle, keine Glaspanels, kein nichts, kein gar nichts. Alles raus. Und das ist quasi das gesamte Basisspiel, was von meinem Test an sich übernommen wurde. Dann habe ich noch ein paar extra Dinger hinzugefügt. Und zwar einmal die Woodcutting-Mod, dass man wieder Bäume komplett abtrennen kann. Und um das ganze Ding wirklich ein bisschen, naja, ich wollte es halt zum einen schlicht haben, also wirklich ganz einfach. Aber es soll halt auch ein bisschen Spielbarkeit vorhanden sein. Und deswegen habe ich mich doch dazu überredet, okay, ich füge auch Tiere ein. Wollte zuerst die CME-Mod nutzen, also die Creator Blablabla Environment, egal, also die, ja, oder Creature Mobs Environment, also die CME-Mod, könnt ihr einfach mal googeln, nach mein Test CME. Hab mich aber dann doch für Mobs Redo entschieden, zusammen mit der Mobs Mindclone Variante, oder Minecraft Variante, damit wieder noch ein paar Tiere mit bei sind. Und damit, weil es ja hiermit schon so einen leichten Minecraft-Touch hatte und weil mir die Idee kam, als ich Minecraft gespielt habe, deswegen habe ich auch die Drops-Mod wieder hinzugefügt, dass quasi das Minecraft-like die Blöcke entstehen. Und ich habe auch die Default-Mod abgeändert, indem ich nämlich die Texturen allesamt mit der. Gott, wie, ich weiß immer nicht, wie man dieses Ding ausspricht. Die hier. Weightfuel. Texture Pack ausgetauscht. Das Ergebnis sieht ungefähr so hier aus. Ja, den Map Seed ist der gleiche, wie ich für unser Let's Play gerade eben genutzt hatte. Also, ne, da jetzt bitte kein Dreck bekommen. Es ist genau der gleiche Map Seed, hier mit unserer Landzunge und so. Aber, ne, jetzt hier. Wie gesagt, es gibt Tiere, ganz andere Texturen, eher so Minecraft-like Texturen, die so ein bisschen bunter, ein bisschen lebhafter sind als die Standard-Minecraft-Texturen. Aber ansonsten halt super schlicht und super einfach. Kein Unified Inventory, kein S, wobei, nee doch, genau, keine Armor, also Rüstung oder ähnliches, auch keine Sachen, ja, die halt einfach nur das Spiel aufblähen, sag ich jetzt mal. Also wirklich halt einfach nur super schlicht, super einfach. Das Ganze soll so ein bisschen so ein Unvollständigkeitstouch absichtlich haben. Weil, wie gesagt, ich mag halt so Spiele, die halt nicht so komplett. Ja. Also, wie gesagt, ne? Die Idee kam mir halt durch Minecraft und Minecraft ist halt mittlerweile so komplett lame und. Da ist halt alles und komplett überladen. Und dieser Mindtest habe ich damals geliebt, als ich noch in der Alpha war. Und davor. Ja? Also, alles, was bis zur Alpha war, das war für mich genau das Perfekte. So hätte Minecraft meinetwegen bis heute komplett bleiben können. Und ich. Ne, so dieses ganze unfertige Touch, dass nicht alles da ist, was man sich so wünscht, dass nur, ne, das hat für mich damals Minecraft ausgemacht. Und genau das Feeling habe ich jetzt hier quasi mir wieder hier mit aufgedingsterbumstert, zum Leben erweckt, whatever. Genau. Der Vorteil ist, dadurch, dass dieses Subgame so ultra schlicht ist, funktioniert es sowohl auf Minetest 0.4er Version, als auch auf der Minetest 5.11, also 5.1.1 Version. Und ich schätze mal auch alle späteren. Also, schön. Easy. Das wollte ich euch nur mal so gezeigt haben. Ja, ich habe mir so keine Base gebaut, ne, weil ich habe ja gerade erst ein bisschen angefangen rumzuspielen, um mich vor den Creepern zu schützen, weil ich persönlich spiele, wenn ich privat spiele, und ist ja eine private Welt. Auch mit Tag, Nacht, und da sieht man schon die Sonne untergehen. Ich sollte mich also nicht zu lange in der Welt aufhalten, sonst habe ich, wenn ich Spieler wieder spielen möchte, wieder die ganze Zeit Zombies um mich drum herum. Genau. Ja, so viel dazu. Wie komme ich gerade darauf? Ich weiß gar nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ja, so viel zu dem Thema, was ich so privat ein bisschen mache, ne? Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollten das hier machen.
Muss man ganz kurz gucken, ich hier. So, genau. Ja, wir waren ja gerade dabei, nicht reden und denken gleichzeitig. Also, genau. Wir waren ja gerade dabei, hier mit diesen komischen Pipe-Tube-Dingern da irgendwie zu Rande zu kommen, aber ich hab halt. Ich hab schon so privat ab und zu mal ein bisschen, ne, wenn ich ne meinen Geschäften nachgehe, oh Scheiße, was sitze, ne, dann kommen halt einem so Ideen, wie man sowas vielleicht doch machen könnte. Man hat viel Zeit auf Twitter. Ja. Aber auch da kam mir nicht wirklich eine Idee, wie wir das jetzt hier mit diesen Pipes eigentlich machen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal komplett hier gucken, A, wie weit wir überhaupt jetzt genau sind. Und B, wie wir das Ganze jetzt hier realisieren. Also, mal gucken, wie sieht es denn aus. Okay, hier haben wir eine. Weil die Sache ist halt, wir brauchen, damit es funktioniert. Ich baue mir trotzdem mal nochmal so eine kleine Testanlage auf. So, also wir brauchen eine Kiste. So, und dann muss an dieser Kiste. Müsste dann quasi. Der dran sein, so habe ich es mir gedacht, aber so funktioniert es glaube ich nicht, richtig? Wenn ich den mit dem. Ach nee, doch, das hat geklappt, aber mit der Blume, das hat irgendwie nicht geklappt. Genau, die Blume musste dann neben sein, neben dem Ding hier. So musste das sein. Und jetzt kriegt er halt immer, ne, kommt jetzt ein bisschen was rausgeschissen. Genau. Eben. Also das funktioniert. Die Sache ist jetzt, das kriegen wir hier halt so nicht unter. Wir könnten das ganz natürlich eins nach oben hin. Nee, geht ja auch nicht, kriegt ja auch nichts. Der Block hier müsste quasi weg. Weil dann müsste den Blume hin oder hier unten halt die Blume hin. Je nachdem, ob ich das wirklich unten lasse oder einfach umsetze. Ich brauche halt hier neben Platz. Und das ist halt nicht gegeben. Das heißt, ich schiebe das Ganze vielleicht doch eins nach oben und drücke dann diesen Fetcher, also der das ganze Zeug rauszieht, den eins nach hinten. Wird das dann funktionieren? Jetzt halt mal hier die Klappe. Geh mal weg hier bitte. So, wenn ich jetzt hier eine Glaspipe ran mache. Nein, so bitte. Und da jetzt das Ding ran klatsche. Aha, siehst du, das geht nämlich nicht. Das habe ich mir fast. Ja, wow. Das habe ich mir fast. Fast gedacht, ja. Der connectet hier nicht. Scheiße. Das heißt, wir müssen die Kiste dann eins nach auch eins nach innen verschieben, dass sie quasi nicht hier vorne direkt ist. Jetzt muss man gucken, ja, wie fährt mir sowieso geplant. Das würde doch eigentlich sogar passen. Das Problem ist halt, wir haben hier nur zwei nach hinten Platz, ne? Und ich will es jetzt nicht noch breiter machen, weil dann ist das Gebäude halt ultra breit, dafür, dass es aber nur so wenig Innenraum hat. Das wirkt dann irgendwann einfach total, von außen aus gesehen, dann irgendwann total scheiße. Deswegen möchte ich hier nicht noch breiter werden, als wir jetzt schon sind. Das heißt, wir müssen innerhalb dieses kleinen Raumes, den wir Platz haben, versuchen, diese Konstruktion irgendwie unterzubringen. Das Problem ist, wir können den Block können wir nicht einfach irgendwo positionieren, weil der muss halt direkt an der Kiste dran sein. Das heißt, die Kiste muss von innen erreichbar sein und zum anderen muss er dahinter sein, was wiederum impliziert, dass neben ihm die Blume ist. Und das alles zusammen ist ganz schön scheiße. Das kriege ich nämlich so nicht wirklich.
Oder wir sagen einfach, okay, hier die untere Kiste, der untere Dwarver, der kommt weg zugunsten der Blume da hinten. Dann wäre es allerdings eine Frage, wie das Ganze denn optisch hier von vorne aussieht, wenn hier auf einmal so ein Block einfach so ist. Alles andere sind Dwarven und hier vorne ist ein scheiß Block. Sieht ja auch scheiße aus. Könnten wir aber vielleicht designtechnisch irgendwie einarbeiten, dass wir denn hier beide Blöcke wegnehmen? Hier, wie gesagt, einfach nur so ein Holzblock, wenn überhaupt, hinsetzen oder. Könnten auch ein Schreib, also hier so eine Quatsch. Ich wollte gerade eine Workbench machen, gibt es aber hier gar nicht. Boah, Alter. Was tun wir denn da jetzt? Oder wir lassen die Kiste hier unten tatsächlich einfach und binden die einfach nur nicht ans Netzwerk an. Dass wir sagen, okay, komm, das hier kommt alles weg. So ungefähr. Na? Dann ist quasi das Rohr müsste dann hier oben irgendwie lang gehen. Was ja per se auch kein Problem wäre. Ah, ne, halt hier. So rum, du kannst wieder weg. Ha, so hier quasi. Und dass dann die unteren beiden Kisten quasi zwar optisch gesehen da sind, aber von dem automatischen Verteiler aus gesehen keine Funktion haben. Wobei die Kisten zu haben, die wiederum keine Funktion haben, kommen wir später durcheinander, wenn wir später vergessen sollten. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall irgendwie rausnehmen. Ich mache mal etwas, was ich jetzt noch so noch nie probiert habe. Und zwar stelle ich die einfach mal andersrum rein. Mal gucken, wie das optisch aussieht. So. Ungefähr so. Ne, dann haben die quasi die Dinger nur noch rein optisch gesehen da. Haben aber hier hinten eine Textur, die zu den oberen Dingern passt. Doch, das sieht doch gut aus. Genau, dann haben wir hier einfach zwei Blindkästen. Das heißt, wir können wieder hier unsere Kiste hinstellen, so wie wir es eigentlich geplant hatten. Dann kann der Kasten dahinter kommen. Achso, hier unten. So. Nein. Genau, der zieht es automatisch an. Und da müsste ich jetzt irgendwie noch. Ich mach da einfach mal Holz hin. Irgendwas, wo denn die Blume rauf kann halt. So. Bam. Und jetzt wird das Ding aktiviert und müsst jetzt hier immer schön was rausziehen. Die Blume ist halt aber auch echt scheiße langsam. Warte mal kurz, wir machen das mal anders. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal nicht mit der Blume. Aber ganz ehrlich, die Blume ist mir halt einfach viel zu langsam. Wir machen das mal wirklich richtig mit dem. Opfer brauchen wir auch wieder ewig Platz. Gut, hätten wir hier aber. Platz hätten wir hier unten definitiv. Dann mache ich hier so Holzblöcke hin. Also haben wir hier Platz für eine kleine Schaltung. Scheiße. Ich wollte jetzt quasi so eine Endlosschleife machen, aber da brauche ich mindestens 2x3 Blöcke Platz. 2x2 Blöcke würde nicht passen, oder? Wir bräuchten hier ein Not. Wir bräuchten irgendwo mindestens ein durchgehendes Dingsterbumster. Wartet mal, warte, 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 warte. Warte mal kurz. Wenn ich jetzt die Schaltung nach oben verlege, komme ich da dann später ran? Also erstmal gucken, wie gesagt, das Ganze mit Mescon machen. Dann bräuchten wir ein Notgatter. So ein hier. Da bräuchten wir eine. Ach gut, das geht ja eigentlich. Und wir bräuchten ein Repeater oder ein Delay, wie das hier vielleicht heißt. Mal gucken. Nein, wir hätten das hier. Mesekon. Ja. Nanu. Das ist das Notgatter, genau.
Aber wo ist denn hier der Ver. Ach, das! Delay. Hä, hab ich doch richtig geschrieben. Delay. Ist doch Delay. Okay, das gleiche, nur nochmal mit drei. Gut, okay, das kriegen wir hin. Gut, dann mache ich mal erstmal eine kleine Testschaltung, damit ihr auch wisst, was ich ungefähr meine. Brauchen wir ein bisschen Mesecon. So. Okay. Haben wir noch so eine Fak. Eine haben wir noch. Ah, da brauche ich noch ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wie die gemacht werden. Irgendwas mit einer Fackel und irgendwas mit Mese. Mal gucken. Ach so, wir haben jetzt sogar noch massig von diesem Zeug. Ist ja ein Träumchen. So. Wie warst du? Ach, ein Stock. Das ist ja wohl Stock im Arsch. Was ist denn hier los? Holz. Holz war hier unten. Geben wir mal ein. Und dann brauchen wir noch Cobblestone. Apropos Cobblestone, ich habe übrigens jetzt noch eine neue Mod hinzugefügt. Von dem netten her. Oh. Jetzt will ich aber nicht lügen. Scheiße. Linux Dirk? Ich hoffe, es war Linux Dirk. Und ich erzähle jetzt hier keinen ultra dummen Schwachsinn, den ich später bereuen werde. Ich guck mal ganz kurz. Ne? Ich guck mal etwas nach. Bevor ich jetzt hier echt Müll erzähle, das wäre mir ja äußerst peinlich. Und zwar. Wir machen jetzt ins Internet. So. So. Uni haben. War genau von Dirk, müsste Linux Dirk sein, also den netten Herrn. Das weiß ich, doch, das war Linux Dirk. Gott, das Internet ist schon wieder sehr schön, ja, absolut schlecht. Was? Was ist das? Nein. Doch, das war das hier. Genau. Ja, Linux Dirk, genau. War Linux Dirk. Okay. Dachte schon, ich erzähle jetzt hier gleich irgendeinen Mist. Hier. Der nette Herr, der auch bei uns damals im Let's Play Together mit bei war, im Gruppen Let's Play. Ja. Genau, auschecken. Ist ein geiler Dude. Dude. Dirty Dancing? Genau. Und Unihammer und X-Cole habe ich von ihm hinzugefügt. X-Cole ist nicht Kohle im klassischen Sinne, sondern Holzkohle. Weil ich das so ein bisschen vermisst habe. Das kenne ich halt aus. Kenne ich halt aus, ne, aus dem Minecraft-Server, dass man halt Holz zu Holzkohle verarbeiten kann. Und dann aus Holzkohle zum Beispiel Fackeln machen zu können. Das war ja unter MyTest so nicht möglich. Das heißt, wenn man gerade wenn man halt in der Welt neu startet, dann konnte man zwar den Ofen benutzen, weil der Ofen läuft halt mit Holz, aber man konnte aus dem Holz halt keine Holzkohle machen. Ergo konnte man keine Holzkohle oder andere Kohle erzeugen. Ergo konnte man keine Fackeln bauen, weil für Fackeln brauchst du ja einen Kohleklumpen. Und genau, deswegen hat er mir jetzt hier eine Mod zur Verfügung gestellt. Die quasi, ne, Fackeln kann man jetzt auf zwei Arten machen. Einmal die klassische mit, achso, ist schon die richtige. Gibt es noch eine? Achso, die klassische mit Kohleklumpen. Und dazu gibt es jetzt noch Holzkohle. Ja, ist sehr kreativ von ihm. Er hat einfach nur im Skript hat er quasi eine Transformation der Textur vorgenommen, dass die Holzkohletextur einfach um 90 Grad gedreht wird. Okay. Und die kann man, wie gesagt, einfach damit machen, dass man halt beliebiges Holz brät. Was ganz cool ist,
nach so einer Mod habe ich schon ewig gesucht, habe aber nie was Gescheites gefunden. Entweder hatte ich eine Mod, die noch zigtausend andere Rezepte hinzufügt, die dann gleich wieder das ganze gesamte Inventar vollballert, irgendwelchen Scheiß, den ich nicht haben möchte. Oder aber es war eine Mod, wo das mit dem Backen zwar ging, aber es ging nur ganz normales, einfaches Holz und nicht jedes Holz und nur solche Sachen. Deswegen habe ich halt da im Forum mal gefragt, ob jemand mal eine gute Mod kennt, und da ist ein Linux-Dude direkt eingesprungen. Geiler Dude. Und von ihm habe ich, wie gesagt, auch noch eine andere Mod in dem Zusammenhang kennengelernt, und zwar diese Unihammer-Mod. Also Universalhammer, schätze ich mal. Damit kannst du Materialien kleiner schlagen. Also wenn du jetzt hast Obsidian, kannst du auf Obsidian raufschlagen. Daraus wird dann Cleanstone. Wenn du auf Cleanstone raufschlägst, wird daraus Cobblestone. Wenn du auf Cobblestone raufschlägst, wird daraus Kies, Schotter, Geröll. Und wenn du auf diesen Kies, Schotter, Geröll raufschlägst, also auf Gravel, dann wird daraus Sand. Das finde ich ganz cool. Ja, genau. So, wir brauchen jetzt aber erstmal hier, ne? Wir wollen ja hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Wie gesagt, die Pflanzen, die können wir direkt wegschmeißen. Die sind zwar schön, machen das, was sie sollen, sogar sehr zuverlässig, aber die sind halt einfach viel zu langsam. So, und jetzt machen wir mal genau das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar brauchen wir... Wisst ihr was? Ich mache jetzt alles zweimal. Weil wir brauchen ja, wenn es funktioniert, wohlgemerkt, das Ganze dann ja auch zweimal. Das heißt, wir brauchen nochmal Cobblestone. Haben wir keinen Cobblestone mehr? Oh, ne, haben wir nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, seht ihr, da kann ich es euch ja gleich mal zeigen. Ja. So, guckt mal. Wir machen uns mal jetzt einen Hammer, ne? Wir machen uns mal jetzt einen ganz schönen Hammer. Dazu brauche ich... Ach, ja, Moment. So, da, da, bam. So, wir machen mal die Holzvariante davon. So, dankeschön. So, jetzt platziere ich hier einen Steinblock und kann aus... Gut, das ist jetzt relativ sinnvoll, was ich jetzt gerade mache, weil, ne, wird daraus... Problem ist, wenn ich den abgebaut hätte, wäre daraus sowieso Cobblestone geworden. Fällt mir gerade mal so oft. Okay, also da bringt es sich jetzt natürlich dann eher weniger. Aber wie gesagt, gerade wenn man Obsidian hat, was man einfach nur weghaben möchte, also nicht Obsidian abbauen möchte, weil das geht damit halt nicht, aber man kann damit halt aus Obsidian normalen Stein machen, womit man ihn wesentlich einfacher abbauen kann. Ja. Bitte wieder weg. Dankeschön. Der Unterschied zwischen denen ist auch nicht, wie schnell das geht, weil ihr habt gesehen, das geht sofort. Mit sobald du draufklickst, ist es umgewandelt. Sondern der Unterschied in den Materialien ist einfach nur, wie lange der Hammer hält. Ja. Genau. So, jetzt haben wir hier Cobblestone 6-mal. Damit machen wir jetzt... Oh, wir brauchen noch viel mehr Fackeln, fällt mir gerade auf. Wir brauchen ja für diese Dinger auch noch so eine... Ach, ich nehme einfach mal... Komm, ich nehme einfach mal... Alles, was wir hier an Stöckern haben, einfach mal kurz raus. Was sind die jetzt? Da sind sie jetzt. So, was haben wir hier eigentlich? So. Okay. Mesekon. Da brauchen wir 2-mal Not. Was ist das denn? Leuchtet das? Das ist das Diodenzeichen. Aber eine Diode ist ja einfach nur ein Bauelement, was einfach nur in eine Richtung fungiert. Aber hier ist doch sowieso alles in eine Richtung. Man hat Eingänge und Ausgänge. Was ist denn jetzt der Vorteil an dem Bauteil? Ist ja auch egal. Vielleicht bin ich einfach nur gerade wieder dumm. Kann sein. So, das Ding brauchen wir. Dafür brauchen wir hiervon jeweils. Genau, wir brauchen also 4 Fackeln. Wir brauchen 4 so eine Teelichter. Das heißt, so und so und so. Oh, man bekommt auch immer 4. Wow. Dass ich auf sowas nie achte. Ich verstehe das nicht. So, badam, dam, 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 dam. So, jetzt kommt da. So. Hat das schon mal gut funktioniert? Wie war denn das? Ja, das müsste funktionieren. Und das andere, was war das andere? Das war das. Das hier. Ach, das ist andersrum. Ah. Okay, gut. Da können wir doch erstmal nur das eine hier machen. Kommst du nach da, du nach da, du nach da. Das bitte 2-mal. Und jetzt brauchen wir nochmal... Komm jetzt hier. Nochmal Teelichter. Und das ist der nämlich andersrum. Das ist nämlich... Oh nein. Bin ich jetzt gerade blöd oder tue ich nur so blöd?
Ist ja auch egal, her damit. So, genau. Voila, Dankeschön. So, und was ich jetzt hiermit vorhabe, ist, wenn wir jetzt, ich mach's mal hier im Haus drinne, wenn wir jetzt hier unser Kasten haben. Bumm. Und er steuert eine. Wo sind meine ganzen Kiste? Gehen wir doch schnell zu unserem Testing-Sumster. Da steht nämlich meine wunderschöne Kiste. Wie gesagt, eigentlich nur eine Kiste. Ist auch egal. So, meine Idee war jetzt, das Ding hängt jetzt quasi. Ist da was drin? Ne? Oh ja. Das Ding hängt da quasi in der Luft. Das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz demonstrieren. So, das Ding wäre jetzt quasi so. So rum, genau. So, dann kommt hier die Kiste ran. Ach Gott, Alter. Ich brauche Urlaub. Ach, ich hab. So, da kommt jetzt die Kiste dran. Dann haben wir quasi hier unten, Platz, ne? Halt da unten. So, da unten haben wir dann nämlich Platz zum Bauen. Das heißt, wir hätten es quasi genau so. Jetzt haben wir hier unten 6 Felder. Und in diesen 6 Feldern brauchen wir jetzt eine Repeat-Schaltung. Und eine Repeat-Schaltung ist nichts anderes, also eine On-Off-Schaltung, die klassischste Variante, ist nichts anderes als das hier. Ein die Layer und das Ganze verbunden mit ein bisschen wunderschönen genauso. Und jetzt geht das Ding halt andauernd an und aus und man kann halt hier auch einstellen, ja, mit Linksklick glaube ich, ja, wie lange das Ganze werden soll. Und so ist halt das Schnellste. Man könnte das Ganze natürlich auch direkt hier verbinden, dann wird es am allerschnellsten, aber dann bricht das Ding, glaube ich, irgendwann ab. Dann zerstört er sich irgendwann selber. Zumindest war das bei meinem privaten Test so. Da ist das hier nämlich einfach irgendwann so hops gegangen. Also ist noch rausgesprungen quasi. Sieht total witzig aus. Warum es jetzt gerade nicht passiert, weiß ich nicht. So, die Frage ist, funktioniert das jetzt schon? Tatsächlich, wir können jetzt schon ranbauen. Okay, das ist geil, dann geht das ja wirklich so. Hey, warum verbindest du nicht? Hey, es hat jetzt ja doch wieder andersrum gebaut. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ich hab's doch richtig rum extra hingesetzt. Bist du dumm oder so? So, okay. Okay, wenn wir jetzt was reinmachen? Ja, perfekt. Ist doch geil, es funktioniert. Okay, das heißt, wir müssen genau diese Schaltung jetzt da unten hinbauen. Das sollte ja nicht so schwer sein. Ja, komm, gib mir. Ah, ah, ah. Hä? Warum? Ich schalte dich mal kurz aus. Ah, geht doch. So, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, mit dem Delayer sorgen wir quasi dafür, dass die Schaltung nicht abbricht, warum auch immer die jetzt nicht abgebrochen hat. Das heißt, es würde wahrscheinlich sogar ohne Delayer funktionieren. Wir machen es trotzdem mit Delayer, ganz einfach. So, und jetzt kann man nämlich sogar noch sagen, da brauchen wir aber dann auf jeden Fall mehr Platz für. Und zwar ein Ausschalter, dass wir das gesamte System auch deaktivieren können. Aber erstens müsste man den Schalter irgendwie erreichen können und zweitens ist das Ganze sowieso dumm. Nee, wir machen es einfach nur so hier. Okay, das heißt. Achso, ja, erstmal hier alles. Oh, warte mal schon alles raus. Sehr schön. So. Die Schaltung kommt also jetzt einmal hier unten hin. Da können wir die hier unten ja doch drin haben, oder? Ich probiere das mal. Denn sind die ja gar nicht im Weg.
Ja, jetzt kann ich natürlich hier nicht hoch. Danke dafür. Ach, ich komme über. Wir bauen erstmal die Schaltung hier auf. So, du gehst dahin zurück. Du gehst nach links. Und dann werden die ganzen miteinander verbunden. Also, damit ihr überhaupt wisst, was ich jetzt hier gerade baue. Das Ganze ist eigentlich technisch gesehen relativ easy. Das hier ist ein sogenanntes. Erkläre ich in der nächsten Folge. Ist ja schon ganz schön spät hier. Erkläre ich gleich. Also, für euch bald.